Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei den Rissgeborenen und ich muss noch eine Sache nachtragen vom letzten Mal, denn ich hatte mich gewundert, wo diese Geothermiewerke hingekommen sind, die wir jetzt erforscht haben und die, wo ich dachte, dass wir die eigentlich bauen können. Das sind aber keine Systemverbesserungen, sondern das sind Spezialisierungen und die sind auch schon automatisch alle geupgradet. Das heißt, wow, damit ist diese Spezialisierung richtig krass jetzt hier, vor allem in Bushir. 1100 Industrie, das ist schon enorm. Prima. Also, das hat sich insofern aufgeklärt und dann machen wir mal weiter und können gespannt sein, was jetzt hier die Piraten machen. Da erscheint unser Schiff jetzt erstmal. Zumindest im Dock. Die Piraten... Okay. Die fliegen hin und fliegen wieder zurück. Das ist ja natürlich auch ulkig. Alles klar. Gut, dann können wir weitermachen. Was haben wir hier erstmal? Eine Fraktion wurde assimiliert von einem unbekannten Imperium, und zwar die Schwestern der Barmherzigkeit auf Vordan. Tja, und das kennen wir nun nicht, dieses Imperium. Dazu muss man in der Tat mal sagen, dass wir vier... Imperien noch nicht kennen. Das ändert sich vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen verstärkt erkunden werden. Gut, dann haben wir noch eine Heldenstufe für Scales Galena, der in Bundus Gouverneur ist. Das heißt, irgendwelche Systementwicklungen sind ganz gut. Das interessiert uns eigentlich eher nicht so. Dann nehmen wir mal die Zustimmung. Das kann im Zweifel, ist das immer hilfreich. Okay, so, neue Bevölkerung, Polaris, ja, wir hatten doch das letzte Mal schon zwei Planeten irgendwie, war Polaris nicht dabei? Was ist das hier? Ach so, das ist hier unser militärischer Leviathan, alles klar. Und das ist diese Flotte, die kommt aus Saurak, hatten wir die das letzte Mal aus Saurak losgeschickt? Bin mir nicht mehr sicher. Naja, gut. Auf jeden Fall ist es nötig, in Polaris wieder Leute loszuschicken. Gobris ist natürlich weiterhin das Ziel. Dann nehmen wir mal... am besten nehmen wir mal Epistis ein mit. Zwei von denen. Haben wir hier noch irgendwo ein Epistis? Aber eine Epistis müssen wir ja auch behalten, ne? So. Okay, die schicken wir nach Gobris. Und dann haben wir das erstmal. Und da war noch einer. Hier, Pictor. Warten wir nicht auch aus... Also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt, aber vielleicht waren das andere Planeten. So, die waren ja richtig gut auf sterilen Planeten. Ja, ja, auch nach Gobris. Okay. Dann ist das erledigt. So, einiges ist gebaut worden. Sehr schön. Hier folgen Spin-Projekte, Mikrowellenrohre, das ist alles gut. Achso, das ist Bundus. Das haben wir komplett gebaut. Drei Stationen auf einmal. Auch cool. In Pictor muss weitergemacht werden. In Pictor werden wir jetzt auch mal so ein Mikrowellenrohr wollten wir hier machen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Adamantian gehabt. Und dann hauen wir hier nochmal, weil hier noch keine Spezialisierung ist, ein Spin-Projekt rein. Ansonsten weiß ich auch nicht, was in Pictor geschehen wird. Der Rest ist soweit, glaube ich, vorbereitet. Okay, so, die hauen wieder ab. Das soll mir recht sein. Wir schicken erstmal die Flotten weiter. Ja, und gucken dann mal, was hier noch anliegt. Zwei Flotten sind ohne Befehl. Hier ein Erkunder. Ja, und wir müssen jetzt mal irgendwie so einen Zielpunkt finden, wo wir vielleicht hinspringen können. Schicken wir mal hier Sonden raus. Ja. In die Richtung noch eine. Mal gucken. Ansonsten können wir mit dir jetzt erstmal nichts machen. Hier kann ich, glaube ich, nicht direkt hinspringen. Ich müsste hier durch das Feindgebiet fliegen. Das will ich jetzt nicht. Man könnte natürlich auch noch hier hinspringen, aber das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Okay, dann werden wir jetzt einen Zug überspringen.
Und die erholen sich jetzt hoffentlich langsam. Bin gespannt, wie schnell das geht. Im Moment haben sie 80, aber das hatten sie, glaube ich, auch, als sie losgefahren sind. Insofern plus 93% pro Runde. Wie heißt das, in einer Runde sind die wieder aufgetankt mit Soldaten? Das wäre enorm. Ja, wir bespringen auch hier mal den Zug und mehr scheint im Moment nicht machbar zu sein. Hier warten wir noch, bis die Flotte durch ist. Die kommt zurück, die 7er Flotte. Die schicke ich jetzt mal hier ins Piratennest. Gehen wir jetzt hier schon mal vor gegen die Piraten. Können wir eigentlich noch irgendwas... heimliche Sabotage. Ach, das haben wir nicht nötig. Wir klären das auf die ganz harte Tour. Gut, und ich sehe gerade, wir haben wieder eine Singularität, die wir bauen können. Da schaue ich jetzt mal, wo wir das machen. In Vyrak schieben wir das mal ein. Das passt gut. Ja. Nehmen wir nochmal wieder eine komprimierte. Wo ist sie denn weg? Weiß ich gar nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, wen wir im Moment jetzt fördern. Aber gut. Gehen wir in die nächste Runde. So, für die Kalgeros-Bevölkerung haben wir einen Ansammlungsbonus bekommen. Wir haben eine Singularität im Bestand, alles klar. Und bewahre die Akademie, ist abgeschlossen. Und wir haben... haben keinen relevanten Beitrag geleistet. Wir haben keine Vodiani-Flotten oder nur... Doch, wir hatten 8 von 9 haben wir erledigt. Allerdings hätten wir 9 erledigen müssen. Ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben. Ich hatte das zwischendurch mal gesehen, aber 9 haben wir eben nicht erreicht. So, diese Angriffswelle war nicht von Erfolg gekrönt und du hast wertvolle Informationen erhalten. Zum einen ist der Leiter der Akademie in der Tat ein abtrünniger Vodiani namens Isiande. Zum anderen ist der Hauptzweck der Akademie nicht unbedingt die Ausbildung von Helden. Interessant. Gut, das haben wir verpasst. Ist aber nicht so schlimm. Es gibt eine neue Wettstreit-Quest. Geister und Dust heißt sie. Dir ist noch nicht bekannt, welches Ziel die Akademie verfolgt. Aha, offenbar geht diese Questreihe jetzt um die Akademie. Interessant. Aber sie wurde auf einer alten archäologischen Ausgrabungsstätte errichtet, die Zeichen von Zerstörung und Verfall aufweist. Was auch immer hier passiert ist, betraf die Endless sowie eine andere größere Macht. War es ein Krieg? Ein wahnwitziges Experiment? Ein schrecklicher Unfall? Niemand außer Isiander scheint mehr darüber zu wissen und er antwortet nicht auf die Anfragen deiner Diplomaten. Aber es gibt einen sicheren Weg, um dir die gewünschte Aufmerksamkeit von der Akademie zu sichern. Dust. Wie heißt es so schön? Dust macht redselig. Wenn du sowohl die Sternenrouten als auch Dust über eine starke Handelsgesellschaft kontrollierst, wird die Isiander mit Sicherheit eine Audienz gewähren. Besitze innerhalb von 20 Zügen die Handelsgesellschaft, die den meisten Dust in der Galaxie abwirft. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir da mithalten können. Rang 1. Könnte sein, dass wir schon auf einem guten Weg sind dahin. Na gut. Alles klar. Das könnten wir zum Anlass nehmen, hier nochmal ein bisschen weiter zu informieren, zu investieren. Die Meosia Kapitalgruppe, die ist gut dabei. Leider durch den Krieg ein bisschen eingeschränkt, aber was soll man machen? Wir investieren nochmal in Edelmetallfrachter. Und zwar gleich in mehrere. Komm, wir haben die Kohle. Die Quest wollen wir gewinnen. Okay, 541. Gut, prima. So, Thing Nui hat eine neue Stufe. Er ist bei einer Flotte beschäftigt. Absorption, so Rumpfpanzerung ist, glaube ich, immer eine ganz coole Sache. Machen wir das mal. Gut. Dann muss ich überlegen, wo packen wir jetzt hier unsere neue Singularität hin? Vielleicht hier, wo wir gerade in Entwicklung sind. Das gefällt mir eigentlich, der Gedanke. Machen wir das so. Und wieder ist Bevölkerung dazugekommen. Diesmal müssen wir aber Gott sei Dank nichts tun. Alles klar, zum Glück. Anax hat Erfahrung gewonnen. Er ist in Primus. Also ein Gouverneur.
Okay, Produktionskosten. Nahrung brauchen wir mit Sicherheit nicht. Zuweisungsdauer und Unterhalt. Ja, man sieht, er ist eigentlich kein guter Gouverneur. Er ist eigentlich in der Flotte eher gefragt. Irgendwann wird es vielleicht doch mal Zeit zu sein, dass ich die Anführer ein bisschen umdisponiere. Dann geben wir ihm auch erstmal Zustimmung. Gut. Soweit dazu. Und die Produktion gucken wir uns an. Okay, hier ist das soweit alles abgeschlossen. Ja, ich bin mal gespannt. Die Binärmonde. Haben die uns jetzt irgendwas gebracht? Erforschte Monde, ja, tatsächlich. Plus 2 Bevölkerungsplätze und plus 1 Produktion. Dieser Planet wird von 2 Monden umkreist, deren Geheimnisse und Reichtümer jedoch bereits erforscht wurden. Heute dienen sie nur noch als nächtliche Beleuchtung und vielleicht als Inspirationsquelle für Dichter. Ja, aber offenbar kann man darauf wohnen, oder wie kann man das verstehen? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bevölkerungsplätze ist immer gut. Hervorragend. Gut, dann schicken wir erstmal die Flotten weiter. Und wir haben 5 Flotten, die nichts zu tun haben. Beziehungsweise wir können eigentlich ja auch hier diese Flotten weitersenden. Halt, nee. Wir wollten hier, glaube ich, was stehen haben, um mögliche Angriffe von dieser Seite abzublocken. Deswegen werden wir nur die Flotte hier weitersenden. Das ist, glaube ich, soweit okay. Und jetzt haben wir hier irgendein Gegnerschiff, so wie es aussieht. Ein mittelgroßes Schiff, das wir, glaube ich, aber mit dieser Flotte platt machen können. Ja. Ich denke, das brauchen wir uns auch nicht angucken. Das ist eine relativ eindeutige Angelegenheit. Entscheidender Sieg, ja. Kaum Verlust auf unserer Seite. Sehr schön. Die Belagerung wird weitergeführt. Wir haben jetzt auch ein nächstes Belagerungsschiff da. Allerdings genügt das noch nicht. Deswegen gucken wir direkt mal, was jetzt mit denen geschehen ist. Wie viel Personal haben die jetzt wieder hier? Sie haben... Boah, sie sind komplett aufgefüllt. Das geht ja wirklich schnell. Großartig. Ja, fliegen wir mal allereiligst wieder zurück. Dann geht's in 3 Runden weiter. Okay, aber es gibt noch 3 Flotten, die nichts zu tun haben. Gyazar, ja, die Flotte dient jetzt rein Verteidigungszwecken, ehrlich gesagt. Die andere ist zu den Piraten unterwegs. Wir werden dort verteidigen mit denen. Dann haben wir den Erkunder, der nichts zu tun hat, weil die Sonden nichts finden. Setzen wir ihn noch einmal aus. Und wir sind hier angekommen. Hi, sehr schön. So, jetzt haben wir 5 Sonden, die wir mal aussenden können. Das machen wir mal in alle erdenklichen Richtungen. Das ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, aber gut, das erholt sich ja mit der Zeit. Ansonsten kannst du von hier aus auch nichts erreichen im Moment. Überspringen wir auch deinen Zug. Gut, soweit. Sehr schön. Wie viel bekommen wir eigentlich hier? Plus 2 erstmal. Naja, das wird besser werden. Da müssen wir ein paar Minengesellschaften und so bauen. Okay, soweit, so gut erstmal. Was macht hier unser geliebter Horatio? Wieso kann der hier eigentlich einfach so rüberspringen? Die bewegen sich hier einfach so, wie sie wollen, ne? Unfassbar. Na gut, alles klar, weiter. So, wir haben erstmal die dimensionale Faltung erforscht. Diese Technologie, die sich auf Nullpunktfelder stützt, ist sehr nützlich, wenn man Dinge in enge Räume packen möchte und hat potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen. Gibt uns eine neue Systemverbesserung plus 40% Forschung. Wie gut, Leute. Das F-Realitätsinstitut. Wisst ihr was? Das werde ich mal gleich mir angucken. Aber erstmal haben wir was anderes. Wir haben die Heimat des Imperiums. Inakayo entdeckt. Das ist der Heimatplanet der Hisso.
ist heiß, schroff und felsig, aber auch voller Dschungelgebiete. Obwohl das Hochland trocken ist, bieten die Täler und Ozeane des Planeten ein dichtes Waldgebiet voller Leben und Beute. Die schwierigen klimatischen Bedingungen haben die stoischen Hisso abgehärtet, unabhängig davon, ob sie in einem Gebirgstempel meditieren oder ihre Beute über felsiges Gelände verfolgen. Das raue Gelände hat dazu geführt, dass Clan und Familie der Kern der sozialen und politischen Struktur wurden. Und selbst jetzt, da die Hisso nach den Sternen greifen, können sie den Mantel alter Loyalitäten nicht abstreifen. Hier sehen wir das. Mhm. Wie ist das denn mit den Hisso? Die kannten wir ja schon vorher. Genau. Feindselig sind sie. Aber ich... To die stabbing each other. Know that I'd like this word. Aber wir haben offene Grenzen. Das ist erfreulich. Das heißt, wir können eigentlich da jetzt reinspringen, oder? Ja. Sehr schön. Kommen sogar in einem Zug dorthin. Und haben Neues entdeckt, nämlich einen Sonnennebel. Aber ansonsten können wir natürlich jetzt auch einfach die Sternen, den Sternenrouten folgen. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Beziehungsweise hätten wir hier noch was erkunden können. Das ist der einzigartige Hisso-Planet. Nee. Hätten wir nicht. Gut. Okay. So, nächster Held, Polaris, der hat glaube ich jetzt Stufe 19 erreicht. Da gab es zu Recht mal eine Anmerkung, ob ich den nicht vielleicht irgendwo anders hinschicken sollte, damit hier andere von dieser hohen Ausbildung profitieren. Aber ich habe irgendwie keine Lust darauf, weil dieser natürlich unfassbar viel Boni auf dieses geniale System gibt und da können wir natürlich viele tolle Dinge ganz schnell bauen und entwickeln. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal, haben wir überhaupt noch was? Ja, das zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Bei ihm ist es ja sogar möglich, dass er führender Politiker ist. Dann machen wir das mal. Hilft uns vielleicht. So, neue Bevölkerung. Kein Problem. Und es gibt noch weitere Heldenstufen zu verteilen. Die Kanzlerin in Merope ansässig. Ja. Forschung ist immer gut. Das nehmen wir gerne. Baramaxa in Bushir. Hat er irgendwas Angefangenes? Hier. Dann wollten wir wohl das unbedingt nehmen. Und einige Bauten sind fertig. Eine Runde müssen wir noch warten. Dann können wir gegen die Piraten dort hier in unserem Gebiet auch vorgehen. Das ist erfreulich. So, das haben wir abgeschlossen. Genau, ich wollte aber gucken, das F-Realitätsinstitut. Sehr schön. Ich gucke mal, wo sich das forschungsmäßig bei uns besonders auszahlen würde. In Polaris. Da werden wir das als erstes mal bauen. Kann ich jetzt von hier aus... Ah, schaut mal, ich kann das von hier aus ändern. Das ist natürlich extrem komfortabel. Sehr gut. Das gleiche gilt für Primus. So, dann haben wir hier Bundus. Da sind, bauen wir gerade die Mikrowellenrohre. Danach ist aber auch schon nichts mehr dran. Halt, nee, das machen wir danach. Pictor. Pictor hat noch ein bisschen was zu tun, aber das ist fast noch wichtiger. Auf jeden Fall als die Spin-Projekte. Und dann haben wir Zaurak. Da ist er gerade dabei, die Stationen, die ja auch Forschung bringen, zu bauen. Sehr gut. Und Giazar. Giazar hat auch keine großen Sachen mehr. Ja, wunderbar. Das sind, glaube ich, jetzt erstmal die wichtigsten Orte, wo wir das weiterentwickeln können. Und, was ist hier los? Eine politische Umfrage. Die Militaristen liegen deutlich vorne. Okay. Wir schicken die Flotten. So, wo sind wir jetzt hier? Warte mal. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Da gehen wir erstmal. Der hat hier nach wie vor nichts entdeckt. Gut, musste also nochmal warten. So, und jetzt sind wir hier bei den
Piraten. Und wer ist hier angekommen? Hier sind auch schon die Ungefallenen. Ha, die wollen sich hier möglicherweise auch ausdehnen. Ja, würde naheliegen, das kann ich verstehen. So. Ach, die fallen dort sogar schon ein in das System. Wie toll ist das denn? Ist das irgendwie, lohnt es sich hier zu kämpfen darum? Klein Lavamittel, trocken, riesig Gas. Nee, das haut mich jetzt nicht um. Na gut, das Einzige, was hier schön ist, hier gibt es Adamantian, aber das war's dann auch. Nö, sollen die das ruhig haben. Wir werden uns dann hier auch nicht weiter beteiligen, weil ja, wir werden ihnen jetzt nicht helfen bei dieser Aktion, dann fliegen wir einfach mal wieder zurück. Aber zumindest werden diese Piraten ausgerottet, wenn auch nicht durch uns. Das war ja eigentlich Ziel der ganzen Aktion. So, und in diesem Sinne werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Runde, denke ich, starten und gegen Viacherus vorgehen mit der neu gegründeten Flotte dort. Also, bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.